Willkommen bei M-Rock auf dem Rockavaria Festival. Ich möchte euch eine noch neue Band vorstellen, To The Rats And Wolves. Hallo! Hallöchen. Hallo M-Rock. Hi. Ihr lebt gerade so ein bisschen euren Traum, oder? Ihr habt letztes Jahr euren ersten Plattenvertrag unterschrieben und seid jetzt auf den großen Festivals unterwegs. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, auf jeden Fall. Ja. So Kindheitstraum, mega. Ist eine coole Sache. Vor allem innerhalb von einem Jahr. Halt, also dass wir jetzt auch im Rockavaria sind, schon ziemlich fett. Ich habe mir einen eurer Videoblogs angesehen und da sieht man, was ihr im Tourbus so macht, wenn ihr unterwegs seid. Ja, ganz viel bescheuerte Musik hören. Ja genau, mir ist aufgefallen, ihr hört nur schnulzige Popmusik. Ja. Hätte ich was anderes von euch erwartet. Was hättest du denn erwartet? Harten Metal. Echt jetzt? Ja. Und wie war so deine, wie hast du reagiert? Ja, ich fand's witzig, dass ihr mitsingt laut so total schnulziger Popmusik. Welches war dein Lieblingslied von denen? Wir drehen dann jetzt gerade mal ein bisschen um. Playlist gibt's auch bei Spotify übrigens. Ich weiß nur mehr genau, was das für Songs waren. Ah, okay. Kann ich dir jetzt nur mal sagen. Echt? Echt? Steht auf jeden Fall hoch im Kurs bei uns. Echt und so Katy Perry und... oder? Man könnte ja auch euren Stil so beschreiben, dass ihr Popmelodien mit Metal mischt. So ist es prinzipiell. Ja, das ist wirklich. Aber nein, alles gut. Wir versuchen halt irgendwie eine ganz bunte Mischung hinzukriegen und viele von uns kommen halt mittlerweile irgendwie so. Also wir kommen ursprünglich alle aus Metal, so auch privat, so sag ich mal, hören wir halt auch Metal. Aber außer im Tourbus? Außer im Tourbus, ja, wir sind halt mittlerweile auch schon alle so Mitte, Ende 20, ne? Und weiß ich nicht. So einfach zum Stimmung machen und zum Abhängen und so ist einfach so schnulzige Popmucke irgendwie cool. So, da kann jeder mitgrölen, das ist lustig, ist nicht stressig vor allem so, wie halt jetzt Kataklysmen oder so, sag ich mal, ne? Mhm. Keine Ahnung, macht halt Spaß irgendwie. Wir müssen die Hüften ja auch so ein bisschen lockern und uns so ein bisschen warm machen, wie zum Beispiel heute. Heute war das ja auch so. Wir haben dann auch zum Schluss irgendwann angefangen, dann einfach so einen Popkram zu hören, dass wir einfach richtig auf Touren kommen. Okay. Weil, zwar cool Metal, macht auch Bock zu hören, aber so zu Party machen, gerade im Sommer so, wenn die Sonne scheint, ist das schon geiler. Ja. So ist es. So ist es. Wird ja auch diskutiert, wie man eure Musikrichtung nennt. New Metal, Metalcore, wie würdet ihr das selber beschreiben? Oder ist das egal, wie man es nennt? Keine Ahnung. Nee, also vor allem jetzt zum neuen Album hin so, also richtig Metalcore ist es nicht mehr, ne? Ist schon eher so Nu-Metalig, so mit halt Pop-Einflüssen und wir schmeißen halt irgendwie alles in einen Kessel, was uns irgendwie gefällt und was uns Spaß macht und dann kommen halt wir irgendwie dabei raus, ne? Jo. Wir denken uns halt so, ja okay, das ist so ein bisschen Techno, aber irgendwie klingt das ganz geil und dazu wird ja vielleicht sowas passen. Oder so, boah, weißt du noch, Slipknot damals oder keine Ahnung, halt so. Ne, und dann versucht man das irgendwie zu mischen. Ja. Und im Endeffekt sieht man dann, ob irgendwer tanzt oder halt nicht, ne? Ja, aber Slipknot ist auch ein Einfluss, den man immer wieder sieht, zum Beispiel bei euren Musikvideos auch, mit den Masken, das sieht so ein bisschen nach Slipknot aus, auch vom Style her. Ja, wir haben ja einen netten Visagisten, der uns dann schön zurichtet. Ja, man sieht zum leider nicht mehr alles, aber ein bisschen was sieht man auch. Ist runtergeschwitzt von Tanzen, von Katy Perry danach. Auf den Weg gehen. Nee, ja, driftet. Auf den Punkt. Okay. Ihr seid ja auch sehr gut vernetzt in den sozialen Netzwerken, YouTube, Facebook und so weiter. Ja. Kann man sagen, dass ihr euren großen Erfolg den sozialen Netzwerken zu verdanken habt? YouTube und so weiter? Ja, also ich sag immer, man kann das beste Produkt der Welt haben, ne? Solange es halt keinen erreicht, bringt es dir halt nichts. Ne? Und wir haben halt das große Glück, dass vor allem unser einer Gitarrist, der Danny, der jetzt gerade hier nicht dabei ist, sich da von Anfang an sehr, sehr stark mit beschäftigt hat und hintergeklemmt hat und auf jeden Fall, oder? Also ich kann allen Jungs, allen jungen Bands halt echt nur irgendwie ans Herz legen, so unterschätzt das nicht. So, ne? Nehmt jede Werbung mit, seid akribisch dahinter, macht viel, macht täglich was und die Leute haben euch halt echt ganz, ganz schnell wieder vergessen, wenn ihr halt jetzt nicht versucht, akribisch bei denen in den Köpfen zu bleiben. Genau. Und vor allem ist das, muss man ja auch sagen, es ist halt Werbung für lau. Also wenn ich jetzt über mein Privatprofil gucke, so, da posten halt ständig Leute irgendwie Fotos von ihrem scheiß Essen oder so, was halt keinen interessiert. Aber halt für eine Band oder generell für Musikprojekte. Das interessiert auch keinen, was wir machen.
Nein, das kann man so nicht sagen. Ah, wenn wir es privat machen. Ich habe schon viele Freunde, wirkliche Freunde dadurch verloren auf Facebook. Ich pushe immer nur Band-Scheiße. Ja, okay, also das zählt ja auch. Das gilt. Aber ja, man muss schon sagen, so Facebook ist halt viel flexibler als zum Beispiel SchülerVZ damals, was halt wirklich nur für Freunde war. Und halt als Werbung für umsonst oder sich zu repräsentieren, ist das halt schon eine gute Sache. Ja. Das muss man schon sagen. Und vor allem in dem Zeitalter wird das halt einfach immer wichtiger. Das merken wir auch, dass Firmen immer mehr darauf zurückgreifen. Und das wird sich, glaube ich, auf jede Branche einfach so erweitern oder ist ja schon etabliert. Eine Band ist ja eigentlich auch ein Unternehmen. Irgendwo schon, in gewisser Weise. Ja. Muss man so sagen. Ihr wart sogar in Japan auf einer kurzen Tour, habe ich gelesen. Was waren so eure Eindrücke von der Japan-Reise? Wer will anfangen? Gibt es da so viele? Japan, keine Ahnung. Wir haben jetzt schon angefangen, einen Blog. Also wir haben einen Blog geschrieben. Bald kommt ein Blog, ja. Also der ist quasi fertig, aber wir warten noch auf den richtigen Zeitpunkt, um ihn rauszubringen. Japan war einfach so mit einer der geilsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, muss ich sagen. Einfach nur abgefahren, ey, wirklich. Also kann man halt mit überhaupt nichts vergleichen, was ich halt zuvor gesehen habe, mit deutschen Städten schon generell nicht. Alles ist bunt, alles ist groß, alles ist hoch, total dreidimensional, über einem, unter einem, permanent ist irgendwo was los, so. Auch halt den ganzen, also ne, auch die Nacht durch arbeiten die da und also wirklich, da ist permanent Action. Das war ja das Geile, wir kamen da an und wir haben die Zeitverschiebung total unterschätzt und sind dann irgendwann gelandet. Wir hatten noch einen Zwischenstopp in Istanbul und haben noch fast den Flug verpasst, weil wir einen Triebwerkschaden hatten am Flugzeug. Und dann ist noch einer aufgestanden, das hat halt 2 Stunden gedauert, bis wir im Endeffekt losgeflogen sind. Und als wir ankamen, mussten wir in Istanbul rennen, kamen dann in Tokio an und dachten wir uns so, boah, irgendwie sind wir jetzt gar nicht mehr müde. Dann sind wir erstmal feiern gegangen. Und wir waren halt nur 4 Tage da, aber das war einfach echt so der Mega-Flash, das kann man einfach gar nicht vergleichen. Also die Tatsache, dass man halt nach Tokio kommt, wegen der Leidenschaft, die man halt irgendwie durchzieht, so, das ist schon ziemlich geil. Und Stimmung im Publikum und so, ist das anders als bei uns in Deutschland? Ja, auf jeden Fall. Die Japaner, die sind so, das größte Problem ist da, glaube ich, so die Sprachbarriere, weil da sprechen echt wenig Leute Englisch, komischerweise. Also hätte ich jetzt nicht mit gerechnet eigentlich, weil es ja ein total fortschrittliches Land ist eigentlich in vielerlei Hinsicht. Aber die haben echt teilweise einfach, die haben es nicht verstanden. So, da musste man mit Händen und Füßen irgendwie versuchen zu erklären, was man gerade von denen will. Und ansonsten aber eigentlich so prinzipiell genauso wie hier. So die Hälfte steht halt rum und guckt und genießt und die andere Hälfte rastet halt aus. Durch die Sprachbarriere war es halt so schwierig. Weil hier gehst du halt irgendwo hin und sagst so, na, hast du mal Feuer oder keine Ahnung, da war das halt nicht so. Aber sobald man miteinander warm wurde, war es halt auch cool. Wir haben zum Beispiel auch Bier getrunken mit den anderen Bands, die da gespielt haben, ne, vor dem einen Laden da. Und da war auch alles voll easy. Und die haben uns halt auch gefragt, wie das bei uns so läuft, wie das bei denen so läuft. Und was sie halt einfach ausgetauscht und das war im Endeffekt genau der gleiche Brei wie hier, ne. Nur halt so halt einfach die Sprachbarriere. Ja. Das war das Ding. Aber ansonsten war es mega geil, nur viel zu kurz. Stichwort Bier, ihr trinkt Augustiner, das beste Münchner Bier. Habt ihr das bestellt oder kriegen das alle Bands hier? Das kriegen alle Bands, aber dazu muss ich sagen, dass der Nico, unser Sänger, der hat eine Freundin, die kommt aus irgendwo hier, ne? Aus dem Süden. Nee, aber die hat, was? Der Freund? Nein. Also die Mine, ne? Die kommt hierher und die hat mal eine Kiste Augustiner bei uns mit ins Studio gebracht, als wir da gerade aufgenommen haben. Und lecker, einfach nur lecker. Also so helles ist echt, das ist mein Ding. Ich hab's noch gar nicht probiert. Musst du unbedingt Schande mal über probieren. Dich. Das beste Münchner Bier. Das geht halt runter wie Öl, ne? Also einfach, schmeckt gut. Ist nicht so herb so, wir sind ja eher so herbes Bier gewöhnt, ne? Aber ne, ist eine willkommene Abwechslung auf jeden Fall. Ja. Schön. Habt ihr noch Zeit, andere Bands anzuschauen hier beim Rockavaria Festival? Klar. Was schaut ihr euch noch an? Also wir werden noch versuchen, alles zu sehen, was wir einfach noch schaffen. So, definitiv. Wir wollen jetzt gleich einfach nur kurz duschen, essen und dann geht's direkt weiter. Wir haben unsere schwarzen, kurzen Kleider eingepackt und dann geht's ab. Ne? Also Nightwish ist hoch im Kurs. Definitiv. Ja. Kriegen wir Suicidal Tendencies noch hin? Die haben schon gespielt. Haben schon gespielt? Haben gespielt, ja. Vielen Dank für das Interview. Alles Gute für euch. Ja, da gehen wir fix. Und habt ihr noch ein Schlusswort für die Fans? Hört euch auf jeden Fall, checkt M-Rock aus. Ey, geile Sache, gute Sache. Junges Ding, aber macht das mit dem Social Network bloß vernünftig, dann wird das ganz schnell steil bergauf gehen. Facebook ist wichtig. Facebook ist super. Instagram auch, Snapchat auch. Und habt ihr Snapchat? Nein, haben wir noch nicht. Ja, siehste, ne?
Braucht man einfach. Soll ich dich, ich kann dich ja mal kurz hier, ne, ich mach mal ein Snapchat-Video für dich. Ja, genau. Film das mal, wie er gesnapchattet wird. Ja. Ja, es ist eins der Netzwerke, in denen M-Rock noch nicht vertreten ist. Ja. So, jetzt, wir machen jetzt gerade einen Snap. Ich mache ein Video, es geht irgendwie 10 Sekunden oder so. Sag was. Check den YouTube-Channel M-Rock aus, da gibt's witzige Interviews und alles rund um die Musik, Musikvideos und viele coole Sachen. Und jetzt trinken wir was. Oh, gutes Bier.